Ich begrüße jetzt Vizekanzler Werner Kogler, Bundessprecher der Grünen. Gerade noch im Smalltalk mit dem Bundeskanzler. Jetzt könnte ich frech fragen, ist was dabei herausgekommen? Ja, es kommt immer was raus. Jetzt war es besonders interessant, es hat eine Dame aus Innsbruck angerufen, die mit uns beiden reden wollte. Und ich glaube, das war die erste Live-Übergabe vom Telefon hier in Licht ins Dunkel. Also soweit funktioniert es sehr gut. Danke, dass Sie noch, bevor Sie sozusagen am Weg nach Hause sind, in die Steiermark auch noch bei uns vorbeischauen. Es wird natürlich die aktuelle Situation, die aktuelle politische Situation, auch die Corona-Situation, die Maßnahmen bis hin zur Impfung wahrscheinlich unter vielen Christbäumen heute diskutiert sein. Ich habe schon von einigen Familien gehört, die sagen, es gibt Corona-Verbot, es darf nicht darüber geredet werden, denn es wird darüber gestritten und es geht ja bei vielen Dingen wirklich ein Spalt durchs Rand. Was muss passieren, dass dieser Zusammenhalt, mit dem wir in Krisenzeiten eigentlich immer gut gefahren sind, dass der nach vorne, wenn wir nach vorne schauen, nicht zerbricht? Ja, ich denke, da gilt im Privaten das, und in den Familien das Gleiche oder Ähnliches wie in der Politik. Schon zuhören, die Argumente des anderen anhören und Rücksicht nehmen. Also Zusammenhalt ist jetzt mit Sicherheit eine der wichtigsten Tugenden. Wir brauchen auch noch Geduld. Es wird wohl bis zum Frühjahr, Sommer dauern, bis wir wieder alle miteinander ein besseres Leben haben, so wie wir es gewohnt sind. Wenn man jetzt die Fotos anschaut vom letzten Jahr, es ist schon ein bisschen fremd eigentlich, ohne Masken, ohne Abstände. Das wollen wir doch wieder. Und ich würde schon dafür plädieren, an beide Seiten, weil Sie die Impfung angesprochen haben, will ich nicht ausweichen. Diejenigen, die die Impfung propagieren, da werde ich wohl dazugehören, die sollten die Argumente, die dafür sprechen, bringen, aber keinen Zwang und Stress ausüben. Und die anderen, die skeptisch sind, sollten sich diese Argumente anhören. Und so könnte es gehen, wie meistens im Leben. Abstand halten, das war ein Motto dieses Jahres. Und das war natürlich gerade in den Bereichen besonders schwierig, wo es eigentlich unmittelbar um Nähe geht. Also den Pflegebereich, den Umgang mit alten Menschen, mit Demenzpatienten, aber auch mit behinderten Menschen. Die Tochter Ihrer Lebensgefährtin hat ja das Down-Syndrom. Wie konnten Sie ihr denn das alles erklären? Ja, die Menschen haben ja insgesamt unterschiedliche Fähigkeiten. Und ich denke, bei Menschen mit Handicap ist das noch ausgeprägter. Es ist nicht so, dass das nicht aufzunehmen wäre, überhaupt nicht. Es ist auch nicht mein Verdienst. Die Miriam, die jetzt vielleicht zuschaut, hallo Miriam, die ist ja in einer Betreuungseinrichtung bzw. in einer Ausbildungseinrichtung zu einer Berufsausbildung. Und dort wird das ganz klar vorgebracht. Die haben dort auch, je nachdem, in welchen Räumen sie sich befinden, Masken an den Arbeitsplätzen, beziehungsweise müssen sie sonst hier alle Regeln halten. Und das funktioniert relativ rasch, also in ihrem Fall, das ist sicher nicht bei allen gleich. Wenn wir ein bisschen Geduld aufbringen, aber ich kann mich gut erinnern, vor Jahren war es noch so, dass es nicht so einfach war, dass sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch Graz fahren konnte. Mittlerweile versteht sie die Bus- und Straßenbahnlinien besser als ich und kann das auch selbstständig machen. Das dauert eine Zeit und dann funktioniert es. Also muss ich das so vorstellen. Herr Vizekanzler, es ist Weihnachten, da hat jeder einen Wunsch frei. Was wünschen Sie sich von Ihrem Koalitionspartner? Von unserem Koalitionspartner? Mhm. Na, ich wünsche mir, dass wir gemeinsam das Motto dieses Regierungsübereinkommens Verantwortung für Österreich weiter leben können und tatsächlich noch mehr gemeinsame Projekte auf den Weg bringen können. Wie wird Ihr Weihnachtsfest heute ausschauen? Was wird anders? Was wird so wie immer? Ja, es ist eh immer ein kleinerer Kreis. Insofern ein größerer soll es eh nicht sein. Insofern ist das gleich. Und was anders ist, dass nicht gesungen wird, aus naheliegenden Gründen, auf keinen Fall. Was jetzt dazu führt, dass Sie die anderen nicht meinen schlechten Gesang anhören müssen, weil ich brumm eben nur im Hintergrund herum. Allerdings, die anderen Familienmitglieder, die können hervorragend singen. Und insofern bin ich der Geschädigte. Aber ja, also das sind die Unterschiede, aber sie sind nicht so groß. Und ich denke mir, am Ende oder fast Ende dieses seltsamen, schwierigen Jahres könnte ich mir vorstellen, dass Sie den Wunsch nach einer wirklich stillen Nacht haben. Ja, sicher.
mein Gott, es wird vielen so gehen. Ich will da die Politik nicht immer besonders hervorheben, aber es waren schwierige Tage und vor allem auch Nächte der Entscheidung. Aber wenn Sie den Koalitionspartner ansprechen, möchte ich mich da noch einmal ausdrücklich bedanken. Das ist alles nicht selbstverständlich, so durch diese Krise zu navigieren. Wir machen auch Fehler, aber wir bringen, glaube ich, auch viel zusammen. Und das andere, die stille Nacht, also, da hätte ich noch einen Wunsch, ja, aber der bezieht sich auf die Silvesternacht. Die muss leider heuer anders sein. Und die wird stiller sein. Und ich glaube, es ist die Zeit, wo so viel passiert auf der Welt und in Österreich. Wir reden ja gerade darüber, dass es vielleicht auch einmal zum Jahreswechsel ein Nutzen sein könnte, eher auch einmal nachdenklich zu sein und die Stille zu genießen, zu nutzen. Wir haben genug zu tun, um das Leben in Österreich zu verbessern. Und da gehört wahrscheinlich ein bisschen eine Einkehr, die heuer länger dauern könnte, dazu. So könnten wir das dann noch nutzen, alle miteinander. Kommen Sie gut nach Hause. Lieben Gruß an die Frau Mama und alle anderen und haben Sie ein frohes Weihnachtsfest. Vielen, vielen Dank. Alles Gute noch für Licht ins Dunkel. Danke. Ja, eine stille Nacht und Ruhe zu Silvester, diesem Wunsch von Werner Kogler, kann ich mich nur anschließen.